Liebe Hosti. Liebe Gäste. Prosim, ticha. Bitte ruhig, Mann. Ja, das sind meine einzigen Vokabeln, die ich gelernt habe. Vítáme vás u nás v Steinbachu. Herzlich willkommen bei uns in Steinbach. Oberschard. Oberschard. Liebe Musikanti. Liebe Musiker. Z Čechách a Sasku. Aus Böhmen und Sachsen. Vítáme vás u nás do čtvrtého hudební večer v Fabriku. Herzlich willkommen hier in der Fabrik zum vierten Musikabend. Und jetzt muss ich leider in Deutsch weiterreden. Herzlich willkommen heute zum Musikabend, liebe Freunde der sächsisch-böhmischen Musik. Ich möchte kurz vorstellen, neben mir, das ist die Marta Schreiter, eine gebürtige Tschechin. Sie lebt in Marienberg und hilft mir bei der Übersetzung. Wir müssten jetzt in Tschechisch bitte für unsere tschechischen Freunde weitersprechen. Soll ich mich vorstellen? Tak já bych představila tady mého partnera, moderačního, to je Mario, který tady tuto krásnou akci už po čtvrté organizuje. Pochází tady poblíž ze Steinbachu. A já jsem Marta, která mu tady pomáhá. Ich möchte mich gerne bedanken im Vorfeld bei einigen Leuten, und zwar dem Herrn Minnet, der uns die Fabrik zur Verfügung stellt. Vielleicht ein Applaus für unseren Herrn Minnet. Vyjádřil díky panu Minnetovi, který nám dal k dispozici tady tuto fabriku. Ich möchte erwähnen. Ich möchte erwähnen, dass diese Veranstaltung auch nicht den kommerziellen Charakter trägt, sondern den völkerverbindenden Charakter wahren soll. Deswegen nimmt uns manche Unprofessionalität nicht übel. Pak bych vás rád poprosil, abyste nám neměli za zlé relativní neprofesionalitu této akce, protože to nemá komerční charakter, ale slouží vyloženě výlučně přátelství, posílení přátelství našich národů. Es helfen viele Freunde mit, das heute Abend hier zu bewältigen. Zum Beispiel ganz besonders hervorzuheben unser Techniker, der Holger, der heute bestimmt keine Langeweile hat. Jetzt bitte noch zwei technische Hinweise. Und zwar der erste Hinweis zu der Benutzung der Toiletten. Wir haben heute Nacht, letzte Nacht, minus 16 Grad gehabt. Bitte verzeiht uns, dass wir auf den Toiletten bei den Männern oder Frauen nur große Wasserkübel mit einem Schöpfeimer daneben stehen haben. Das muss heute reichen. Důležité informace, technické informace, vzhledem k tomu, že teploty minulé noci klesly na minus 16, tak nám zamrzla voda v toaletách, jste si možná už všimli, takže prosíme používat přilehlé kýbly s vodou. Der zweite Hinweis ist, dass hier drinnen bitte nicht geraucht wird, sondern nur unten draußen vor der Tür und dass vielleicht jeder uns den Gefallen tun kann, das Einweggeschirr oder wenn er Müll sieht, das bitte auch in die Mülleimer reinschmeißt, weil es dann ein bisschen dunkel ist und schwer zu sehen ist. Další dvě důležité připomínky. V budově je přísný zákaz kouření, takže kuřáci, prosím, pojďte ven. A další věc, nádobí si po sobě uklízejte někam tam do košu. Folgende Bands haben sich für heute Abend hier bereit erklärt, mitzuspielen. Dneska večer vystoupí následující kapely. Als erste Band schon hinter uns präsent, die Gruppe Numskull aus Chemnitz. Jako první zahraje mladý band Numskull z Chemnitz, který stojí za náma. Die zweite Band ebenfalls aus Chemnitz und auch aus dem Nachwuchsbereich. Good News on a Bad Day. Die steht irgendwo da drüben, jawohl. Ein bude další band, mladý band z Chemnitz, Good News on a Bad Day.
Die dritte Band mit dem weitesten Anreiseweg aus Prag, ich bitte das auch dann mit einem Applaus danach zu honorieren, ist die Fantasy-Folkband Druga aus Prag. Sie sind zu viert angereist und es kann sein, das muss nicht sein, es kann sein, dass diese Band vielleicht heute ohne Verstärkung für uns in der Mitte spielt. Das werden wir noch sehen, wie die technischen Parameter sind. Begrüßt auch mit uns die Kapelle Druga aus Prag. Přijela až z Prahy a je možné, že nám zahrají prostřed bez ozvučení dle dohody. Des Weiteren als vierte Band, das sind sozusagen die Lokalhelden, aber auch noch eine blutjunge Truppe. Sie nennt sich Road Description. Ist aus unserem Dorf und Nachbardorf und haben so viel Mut bewiesen und sich heute gesagt, da spielen wir mit. Další vystoupí místní band z vedlejší vesnice Road Description, kteří dneska poprvé vystupují. Und die fünfte Band, das ist eine ganz persönliche Verbindung, eine Freundschaft. Sie hießen bis zum letzten Jahr noch Diagnosa Cista, Diagnosa 300. Das ist in Tschechien die Diagnosenummer für Alzheimer. Wenn man dort zum Arzt geht und es wird diagnostiziert, dann wird die 300 eingeschrieben. Aber sie heißen jetzt Stara Band, kommen aus Chomutov mit einem neuen Programm, auf das wir sehr gespannt sind. Da ist die Kapelle Stara Band aus Chomutov. Přátelé, kteří do minulého ročníku vystupovali pod názvem Diagnoza 300 a letos si zahrají pod názvem Stará Band. Zdravíme. Kurz zum Schluss. Ich wünsche uns allen zusammen einen schönen, fairen Umgang miteinander, freundschaftliche Erlebnisse bei tschechischem Bier, bei sächsischer Wildknacker, bei Flappycheck und all dem, was wir vorne für euch auch an Nahrungsmitteln haben. Und vielleicht versucht der eine oder andere, die Vokabeln des Nachbarlandes mal anzuwenden, die er irgendwann vielleicht sogar mal Urlaub oder so gelernt hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann mit uns ein schönes Musikerlebnis. Vielleicht kommt es noch zu einer Session ganz zum Schluss. Vielen Dank, viel Spaß. Wir haben hier beim pěkné atmosféře. Doufáme, že si mezi sebou procvičíte oba jazyky, které pak využijete třeba na příštích dovolených. Tam v našem baru se zakoupí české pivo, české chlebíčky a německé klobásky. A doufáme, že se vám bude líbit na závěr vyústí večer jam session. Vielen Dank, Mara, für die Übersetzung. Und viel Spaß zum vierten sächsisch-böhmischen Musikabend mit Numbskull.